Und damit willkommen zu einer kleinen Episode Palia. Mit dem Fred und schwer zu erkennen habe ich in meinem Inventar 60 Glücksmünzen. Und die werde ich jetzt hier gleich mal in die Glückskiste werfen. Und dann bekomme ich natürlich noch, ja, ich weiß nicht genau, wie die anderen heißen, aber die muss ich ja dann wieder öffnen. Und ja, hab dann hoffentlich Glück und kriege vielleicht so ein Plüschtier hier. Das wäre natürlich ganz cool. Es gibt ja wirklich sehr viele Preise in dieser Glückskiste mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich muss die jetzt erstmal alle umwandeln. Und dann gehe ich zu meinem Grundstück, weil ich ja gar nicht so viel Platz im Inventar habe, um das überhaupt alles dann aufzumachen. Glückskisten. Wir haben gleich 60 Glückskisten. Ich werde gleich 60 Glückskisten öffnen. Ich bin schon wirklich super gespannt. Also, jetzt habe ich 60 Stück. Und jetzt geht's zurück zum Grundstück. Und hoffentlich ein paar coole Stofftiere. Das wäre wirklich schön. So, ich bin jetzt auf meinem Grundstück und ja, jetzt öffne ich das und gucke einfach mal, was dabei rumkommt. Also, okay, Bannpfeil. Ich werde jetzt natürlich nicht alles kommentieren, was wir jetzt hier haben, aber vielleicht haben wir ja Glück und ist irgendwas Gutes dabei. Also, ein Stofftier, wie gesagt, wäre schon wirklich sehr schön. Ansonsten, naja, muss ich mal schauen. Vielleicht werde ich auch gleich mal ein paar Sachen direkt wegwerfen, damit mein Inventar einfach nicht zu voll ist. Ja, da ist es doch. Uraltes Silberschwingenplüschtier. Ja, sehr schön. Das baue ich jetzt hier einfach schon mal eben auf. Ah, wunderbar. Das ist genau so etwas, auf das ich spekuliert habe. Vielleicht noch ein anderes. Naja, wir werden mal sehen. Viele Samen da drin und viel Feuerwerk. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen, ne? Und Austern, Milch. Naja, Reparaturset, muss ich sagen. Das kann ich tatsächlich auch immer ganz gut gebrauchen. Wir öffnen die Austern natürlich gleich auch noch. Butter. Sonnenaufgang-Messerset. Okay, ja, stimmt, das ist auf jeden Fall auch da drin. So, nochmal, ich kann bald einen kompletten Laden aufmachen bei der ganzen Deko, die ich jetzt hier bekomme. Sonnenaufgang-Lichter, naja. Bücherregal, Knoblauch, Feuerwerk mal wieder. Ah, bitte. Ein Stofftier. Das wäre wirklich noch schön. Es ist natürlich selten, ist klar. Also, es gibt Sachen, die sind wahrscheinlicher in den ganzen Glückskisten. Es sind Sachen, die sind unwahrscheinlicher. Das sieht man ja hier auch, ne? Die Samen sind halt am meisten drin. Feuerwerk ist auch öfters mal dabei. Aber nun gut, dann haben wir zumindest ein Stofftier bekommen. Oh, jetzt haben wir nicht mehr viele Chancen. Noch 5 Stück. Ärgerlich. Oh, wie viel? Ich mache, glaube ich, tatsächlich einen ganzen Raum, wo ich nur ja, diese Sonnenaufgangsdinger reinmache. Wir gucken mal drauf. Das ist jetzt soweit die Ausbeute. Ja, ich hätte das Inventar doch gar nicht mal leeren müssen, weil sich ja manche Sachen auf jeden Fall stapeln, ne? Wie zum Beispiel jetzt hier die Samen. Also es geht auch, ne? Vor allem die Apfelsamen, die sind natürlich schon so ein bisschen wertvoller, muss man sagen. Ja, diese Sonnenaufgangssachen, die sind eigentlich auch ganz schön. Das gefällt mir auch. Und Anbei, ein Geschenk von uns. Danke, dass du Palia spielst. Das Team von Singularity 6. Ja, eine Perle und ein bisschen... Was ist denn das für ein Kuchen? Das ist ein Apfelkuchen. Sehr schön. Also, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, für den Kleinen hier hat es sich auf jeden Fall schon gelohnt. Jetzt öffnen wir mal eben noch die ganzen Austern. In der Hoffnung, dass da vielleicht eine grüne Perle drin ist. Oder auch eine normale. Ja, eine haben wir ja schon mal. Zweite Perle. Sehr schön. Und nochmal Glück gehabt. Nein. 3 Perlen. Eine haben wir ja gerade abgeholt. Und der braucht jetzt erstmal einen Platz, der Kleine. Ich weiß noch nicht genau, wo ich ihn jetzt hin tue. Provisorisch wahrscheinlich hier in die Nähe von den beiden, die sich hier umarmen. Er kann hier aufpassen, erstmal so lange, bis ich einen richtigen Platz dafür gefunden habe. Und dann werde ich, wie ich das ja gesagt habe, einen ganzen Raum wahrscheinlich... Ich zeige es euch eben noch, komm. Die Zeit muss noch sein. Also, hier läuft man ja so durch. Hier habe ich einen Raum, der ist mit der Schmetterlingstapete. Hier ist so ein bisschen, ja, sage ich mal, ein bisschen rustikaler eingerichtet. Fehlt natürlich auch noch ein bisschen was. Und hier... Da kommt man ja quasi zu dem Innenhof und hier ist einfach noch gar nichts. Und hier werde ich dann die ganzen Sachen mal hinpacken, die ich gerade bekommen habe. Also jetzt hier, was ist denn das? Sonnenaufgangsset. Das Sonnenaufgangsset. Das sieht natürlich schon gut aus, ne? Hängelampe, die möchte ich mal eben ganz kurz noch gucken, wie die aussieht. Hier, die Hängelampe. Ah, interessant. Die kann ich ja dann ausmachen, die kann ich anmachen. Ja, das werde ich dann hier alles hinbauen, damit halt die Räume so ein bisschen so ein eigenes Thema haben. Ich weiß, dass viele von euch das ja auch machen. Das hier ist so ein bisschen der weihnachtliche Raum, wo ich noch die Weihnachtsdeko habe. Hier ist alles so ein bisschen Rabenholz, ist das, glaube ich, das Set? Ich bin mir nicht sicher. Rabenholz, genau.
Das ist das Rabenholz-Set. Also, ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Wünsche habt für Folgen, schreibt sie doch gerne in die Kommentare und dann geht mir im wahrsten Sinne des Wortes ein Licht auf. Und abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Mal.